Ja, das ist Keith Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See, so kennen wir ihn, Keith Cameron. Alle Systeme arbeiten und könnt ihr da oben den Song gut hören? Keith Cameron, erforscht den Ozean. Ja, wer so gern, ja, wer so gern, wo bis heute noch keiner war. Ah, dieses Intro, meine Güte, ihr macht mich fertig. Willkommen zurück zu Subnautica. Wir spielen es ein letztes Mal durch, denn diesen Monat soll angeblich schon Subnautica Below Zero kommen. Die Entwickler haben gemeint, sie wollen es diesen Monat veröffentlichen. Ich bin gespannt, ich hoffe, es kommt diesen Monat raus. Und weil ich dieses Spiel liebe und Keith Cameron eben das tut, was Keith Cameron tut, werden wir heute noch einmal gemeinsam in die Tiefe tauchen. Ich bin auch total fertig. Dieses Intro hat mich 4 Stunden gekostet oder sowas. Ich habe den ganzen Tag an diesem scheiß Intro gearbeitet. Greis hat noch gesagt, mach es nicht. Wenn du einmal damit anfängst mit so einem Intro, wir können nie wieder damit aufhören. Irgendwann hat jedes Projekt sein eigenes Intro. Wir fangen an zu singen, machen Theater mit Sockenpuppen, tanzen, denken uns Reime und Geschichten aus. Es wird immer wilder. Am Anfang war es nur so ein kleiner Reim in Zombie-Modus und jetzt sind wir bei ganzen Songs, die schon geschrieben werden. Leute, wo soll das nur enden? Wo soll das nur enden? Ah, na gut. Ja, das ist mein Intro. Keith Cameron ist wieder am Start. Ja, ihr dürft das als Klingelton verwenden. Ihr habt meine Erlaubnis. Ihr dürft davon auch eine 10-Stunden-Variation machen, aber bitte verlinkt meinen Kanal, wenn irgendjemand Lust hat, sich sowas 10 Stunden anzuhören. Ihr habt die volle Erlaubnis, alles daraus zu schnippeln und zu remixen, was ihr wollt. Gut, ich habe irgendwie auch alles verlernt. Irgendwie, ich weiß nicht, also im Moment, ich bin fertig mit der Welt, durch mit dem Leben. Ich habe hier so einen Fisch in der Hand, der gibt doch auch Luft, wenn ich ihn konsumiere. Will ich aber nicht. Will ich nicht. Ich mag den Fisch. Okay, wir haben Löschmittel und einen Fisch. Können wir bitte mal alles weglegen, denn ich brauche beide Hände. Mann, dieses Spiel sieht so wunderschön aus. Boah, ich bin so gehypt auf Below Zero. Das wird ja ein eigenständiges Spiel. Also Leute, das wird kein DLC, wie hier immer alle schreiben, sondern das wird ein komplett eigenständiges Spiel. Gary! Gary aufs Brot! Gary aufs Brot. Ich esse meinen Gary in der Not. Gary muss man lieben. So, pack den Gary mal weg. Räum ihn mal weg, den alten Schmuddel-Gary. Auch nach all den Jahren sieht dieses Spiel einfach immer noch gut aus. Irgendwie Subnautica ist das Beispiel. So funktioniert Early Access. So geht's. Genau so. Oh, meine Kapsel wird aber ganz schön stark zur Aurora getrieben. Aurora. Das Mutterschiff, die Aurora. Die hier brauchen wir für Batterien. Wir brauchen Kupfer, Freunde, oder? War Kupfer nicht super mega wichtig? Egal, wir gehen mal an Bord und schauen mal. So, brennen tut nichts. Gut, Ausrüstung. Werkzeug. Batterie. Wir benötigen eine Reparatureinheit. So, wir stellen erstmal hier Titan her. Eine wichtige Sache, die wir direkt regeln können. Dann, man merkte schon, ich brauche Trinken und Essen. Machen wir direkt auch. Gary, du musst leider aufs Brötchen. Oh, ich habe Kupfer. Alright. Okay, wir brauchen Silikongummi. Silikongummi. Mit einer coolen Animation. Ah, so einen Hoppelhasefisch kann ich mir nicht holen. Ich habe immer irgendwie so einen schwierigen Start. Aber der hier ist eigentlich ganz stabil. Ist eigentlich ein ganz guter Start. Silikongummi hat man, glaube ich, aus den hier drüben gemacht, oder? Ich bin mir sehr sicher. Naja, alles verlernt habe ich nicht, aber
Eine Menge habe ich verlernt. Sagen wir es mal so, irgendwie, keine Ahnung, Subnautica so oft gespielt und es fällt dauernd immer wieder aus meinem Schädel raus. Selbst hier in der James Cameron Edition. Schlingpflanzen. So, ich hab sie. Was brauchen wir noch? Kracherpulver, ne? Ein Kracher. Wir brauchen noch ein bisschen Kracher. Na, schauen wir mal, ob wir den finden. Ja, wie ist euer Hype zu Below Zero? Sagt ihr, ja, geil, ich hab voll Bock. Keith Cameron ist der einzig Wahre für Below Zero. Man muss es bei Keith Cameron gucken. Denn Keith Cameron tut, was Keith Cameron eben nun mal tut. Wenn ihr so denkt, dann denkt ihr verdammt richtig. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Boah, geil, Alter. Hirnluft ist die beste Luft, sage ich euch. Hirnluft geht immer gut. Was haben wir hier? Ist das Salz? Salzablagerung? Nee, ich brauche hier so ein bisschen... Bisschen Kracherpulver. Das müsste eigentlich hier unten sein. Hallo? Irgendwo ein Kracher? Irgendjemand, der krachen will? Boah, das sieht so schön aus, oder? Die Beleuchtungseffekte. Oh, ich muss unbedingt hoch. Ich schwärme hier von Beleuchtungseffekten und der wunderschönen Welt. Und gleich jammert Karen Sharon wieder rum, weil ich keine Luft habe. Komm schon, wo ist hier ein bisschen Kracherpulver? Ich will hier so einen richtig geilen Start hinlegen. Hier drüben war noch ein Loch. Können wir mal reindippen. Ein wenig dippen. Was ist das hier? Kupfer. Kupfer ist immer gut am Anfang. Ich glaube, hier müsste der Kracher drin sein, oder? Ja, hier kracht's. Hab das wertvolle Kracherpulver. Er ist explodiert und jetzt nix wie raus hier aus der Kracherhöhle. Die Dinger machen mir nämlich mega Schiss. Oh, jetzt wird's eng. Meine Luft. Meine Luft. Meine Luft. Ich darf hier nicht sterben. Auf gar keinen Fall. Sharon, Baby. Ich bin zu Hause. Erstmal hier ein bisschen Gary knusperifizieren. Silikongummi. Sag mir bitte, wir können es herstellen. Yes, Baby. Räumen wir direkt hier das Inventar leer. Oioioi, ich habe jede Menge Silikon hergestellt. Und der Chef hat es geregelt. Der Chef hat es geregelt. Au! Vorsicht, Kollege, Vorsicht. An dem Ding kann man sich ganz schnell die Finger verbrutzeln. Guck mal, das sieht doch gut aus. Direkt hier alles repariert. Klingt nicht gut. Klingt nicht so, als würden wir gerettet werden. Irgendwelche Sachen hier in meinem AB. Anscheinend nicht. Okay, was können wir noch machen? Wir können... Energiezellen können wir schon herstellen. What? Wir brauchen unbedingt dieses Baby hier, den Scanner. Denn ohne Scanner können wir nichts lernen. Der ist ziemlich wichtig. Und ein Messer. So, mach mal den hier weg. What? Waffen sind verboten. Nur das Messer zählt. So, wir können uns auch hier selbst scannen. Oh nö, jetzt ist es dunkel. Das Einzige, was ich in dem Spiel irgendwie nicht so gerne habe, ist die Finsternis. Weil wenn es hier drin dunkel ist, dann ist es richtig dunkel. Und ohne Seemotte oder irgendwas wird schwierig.
glaube, das Klügste wäre, wenn wir uns... Oh, wir scannen mal hier ein paar Fische. Wenn wir uns direkt hier eine Sauerstoffflasche herstellen. Können wir ein bisschen länger tauchen. Ich glaube, das wäre erstmal ganz intelligent, dass wir sowas dabei haben. Ansonsten hier Schwebefisch. Man kann halt auch das ganze Leben hier scannen. Kennt man ja bereits. Aber vielleicht wissen ein paar Leute ja noch nicht Bescheid. Vielleicht kennen ein paar Leute dieses Spiel gar nicht. Und sagen, was geht denn hier? Was spielt denn der da für ein Spiel? Kenne ich ja gar nicht. Ist ja voll neu. Voll der krasse Dude. Gary! Ich mochte dich, als du noch Gary hießt. Sein Name war mal Gary. Jetzt heißt er Stielauge. Und Gary ist doch viel cooler. Ich habe bei Gary immer an SpongeBob denken müssen. Oh. Riesenröhrenkoralle kann man auch scannen. Man kann ja wirklich alles scannen. Hier drüben ist so eine Gaskuh. Eine Gasseekuh. Die mir hier in der Finsternis entgegenleuchtet. So. Manatee. Mit ihren Säurekapseln. Super gefährlich. Ach ja, die hier immer mitnehmen, weil... Trinken. Säurepilz scannen wir auch und nehmen direkt hier noch zwei mit für eine Batterie. Was haben wir hier unten? Oh, die Luft geht mir schon wieder aus. Auf nach oben. Ich wette, ich brauche Titan. Ich wette, ich brauche Titan. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was finden. Schrott oder sowas mitnehmen. Weil wenn es so dunkel ist, dann bin ich nicht gerne unterwegs. Wisst ihr, da bin ich einfach nicht gerne unterwegs. Da bin ich ein bisschen nervös. Ach ja, und die ganzen Geräte brauchen natürlich auch Strom. Batteries. Deswegen müssen wir halt immer gucken, dass wir Batterien haben. Und so schnell wie möglich halt einen Lebensraum für uns aufbauen. Eine kleine Bude. Eine kleine Junggesellenbude. Blaue Palme. Kann man die essen? Scheibenkoralle. Und Sauerstoff. Adrige Nessel. Below Zero wird auch einen deutlichen Schwerpunkt haben, was das Thema Basis angeht, denn in Below Zero könnt ihr viel, viel, viel mehr bauen. Was ich jetzt so gesehen habe an Gameplay, das sieht schon ziemlich geil aus. Also da kann man eine Menge, Menge zusammenbauen. Das gefällt mir bis jetzt ganz gut. So, wir machen mal Essen hier ganz schnell. So, hier. Ja, Salz kann ich mir nicht leisten. Das ist zu teuer. So, schauen wir erstmal hier Ausrüstung. Also. Haben wir überhaupt eine Standardflasche? Wir haben nicht mal eine Standardflasche. So schlecht geht es uns. Früher konnte man die Flaschen noch stacken, stapeln. Bedeutet, wenn du einen im Inventar hattest, hat die gezählt. So, wir essen erstmal den hier. Okay, wir haben jetzt schon mal die Flasche und... Oh, wunderschön, oder? Wunderschön, dieses Spiel. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Genuss. Es ist ein absoluter Genuss. Gut, wir sind ein bisschen schneller unter Wasser. Wir können länger unter Wasser bleiben. That's very nice. Hier ist noch ein bisschen Schrott. Schrott zum Mitnehmen. Und ein wenig Kupfer. Kupfer ist auch sehr gut. Ja, das ist Keith Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See. So kennen wir ihn, Keith Cameron. Was kann ich hier scannen? Ach ja, wenn wir die haben wollen, müssen wir die mit dem Messer losschneiden. So, die Tischkoralle ist wichtig für Computerchips. Unter anderem. Gut, irgendwie... Wir sind hier unter Wasser. Dementsprechend ist die Orientierung immer ein bisschen tricky. Man braucht unbedingt halt so schnell wie möglich eine Motte. Seemotte ist... mega wichtig, logischerweise. Oder eben diesen Gleiter. Und den können wir vielleicht eventuell hier drüben bei den Kisten finden.
schauen uns hier mal ein bisschen um, ob wir irgendwas Spannendes hier finden können. Guck mal, hier ist doch schon was drin. Ha! Ha! Eins. Komm schon. Ah, Mist, geschlossen. Was ist das hier? Schrott. Wichtig aussehender Schrott, aber Schrott. Ha! All dies in Folge 1. Nicht schlecht, Bruder. Nicht schlecht. Boomerang. Boomerang. Komm, ich will dich essen, Kumpel. Ich habe die Angewohnheit, mir alles in den Mund zu stecken. Ich erforsche die Welt mit dem Mund. Hier ein Koralle. Da tanken wir ganz schnell hier ein bisschen Sauerstoff auf. Einheimische Lebensform. Die Hirnkoralle. Saubere, frische Hirnluft. Guck mal, ich bin jetzt hier schon bei 54 Meter. Es geht halt wahnsinnig schnell nach unten. 30 Sekunden. Ja. Und je tiefer wir runtergehen, umso schneller verbrauchen wir halt auch Sauerstoff. Deswegen gibt es dann auch später andere Flaschen, die besser für die Tiefe geeignet sind und so weiter. Also da können wir noch eine Menge tun. Da können wir noch eine Menge tun. Was haben wir hier drüben? Irgendwas Neues. Scannbares. Nee, auch der Seegleiter. Ja gut, dann bauen wir den. Dann bauen wir den zusammen. Gucken, dass wir den hinbekommen. Windegras. Ich dachte schon, Wind unter Wasser. Windegras. Das gute Windegras. Ich glaube, für den Gleiter benötigen wir vielleicht noch eine Batterie. Darum nehmen wir hier nochmal was von denen hier mit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Kupfer benötigen. Kupfer haben wir dabei. Vielleicht auch noch ein bisschen Quarz. Ich glaube, der Gleiter war nicht so billig. Muss man schon ein bisschen was haben. Ist das normal, dass es hier so dunkel ist, oder? Oh. Solarenergiezellen, Medkit. Schauen wir mal rein. Erstmal machen wir den hier. Oh, geil, Mann. Geil. Dann, hier, wir brauchen Schmierstoff. Wir brauchen Batterie und Kupferdraht. Okay, Batterie, da kann ich helfen. Eine. Kupferdraht, da kann ich auch helfen. Und dann, so. Und nochmal das Ganze hier. Guck mal, ich hätte jetzt schon hier so einen Titanbarren. Wir sind gut aufgestellt. Wir sind echt gut aufgestellt. So, Schmierstoff. Wie geht Schmierstoff? Dazu brauchen wir das Zeug wieder. Und das Zeug finden wir hier drüben irgendwo in die Richtung. Ja, das ist Keith Cameron, der tapfere Pionier. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, der geht nie wieder weg. Oh, oh, Keith Cameron. Was ist hier drin? Oh, yes! Mobile Fahrzeugstation, da können wir nämlich dann die Motte bemotten. Das Mötli. Und ich habe eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Was sagt denn mein Inventar? Ist relativ voll. Gibt auch ein bisschen Luft, wenn man die hier snackt. So, ich glaube, die bauen vier, ne? Komm, hauen wir uns die rein. Eins. Und... ja, komm. Was? Ich kann nur eins mitnehmen? Schauen wir gleich nochmal rein. Schauen wir gleich nochmal rein. Ja, komm, dann hauen wir halt die hier weg. Umweltverschmutzung. Na du, Pirscher. Du biestiges Biest. Du biestiges Monstero. Ich scanne dich. Die sind eigentlich ganz harmlos und lieb, wenn man sie nicht ärgert. Der hier ist ein bisschen stinky. Aber Keith Cameron tut, was Keith Cameron nun mal tut. Nicht, weil Keith Cameron es muss, sondern weil Keith Cameron gerne tut, was Keith Cameron gerne tut. Hep. Und rein mit uns. Und ran mit uns. Und wir machen Schmiere.
wunderschöne Schmiere. Yes, I know, baby, I know. Und yes, Folge 1, Gleiter. 20 Minuten Gleiter. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Ja, ich versuch's. Ich versuch's, Sharon Karen, aber hier Action, Alter. Receiving re-recorded distress call, laying back. This is life pod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Alright. Hatte man da nicht irgendwie immer Koordinaten, die man ausrüsten konnte? Ah! 291 Meter! Und jetzt hier mit dem Gleiter sind wir richtig schnell. Mit Licht, ohne Licht. Ist auch richtig praktisch bei Nacht. Also der ist schon wirklich Gold wert. Der Gleiterfreund hier. Gut, wollen wir da hin? Wollen wir es wagen? Oh, vulkanische Aktivitäten. Hui. Da lang ich mal ins Loch rein. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ähnlich so gefährlich wie Kreis Mama. Die ist auch ziemlich gefährlich. Muss man aufpassen. Es gibt viele junge Männer, die haben zu tief ins Loch reingelangt und von denen hat man nie, nie wieder was gehört. Die waren weg, für immer. Einmal zu tief ins Mama-Hole reingegriffen. Dann war es vorbei mit denen. So, hier leuchtet's. Hello. Gib mir. Rettungskapsel 3. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Die Lage war mies, hm? Und ein Geschenk. Der Kompass. Dafür brauchen wir Magnet, glaube ich. So, aber leider ist diese Folge wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst doch eine Bewertung da und freut euch mit mir gemeinsam auf Subnautica Below Zero. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!